Hallo bei Holzwerken TV zum Thema Drechseln. Ich möchte Ihnen heute zeigen, wie Sie zwei vollkommen identische Holzhalbsäulen drechseln können, die im Möbelbau als Zierelemente, zum Beispiel als Schranklisänen links und rechts der Türen, Verwendung finden. Am besten, man fertigt sich von dem Profil eine Papierschablone, die kann man dann später mühelos auf den Kantel übertragen und dann drechseln. Die zwei Säulen sind absolut identisch und werden am allerbesten in einem Arbeitsgang gedrechselt. Wie? Das werden Sie jetzt sehen. Zur Herstellung solcher Halbsäulen habe ich zwei Holzkanteln hergerichtet, die ich jetzt verleimen muss. Ich habe da zwei Möglichkeiten. Ich kann das zum einen mit der klassischen Papierverleimung machen. Es werden beide Holzflächen vollflächig mit Leim angegeben. Es kommt eine Lage Zeitungspapier dazwischen und dann kann ich das mit Schraubzwingen verpressen. Nachdem der Leim abgebunden hat, kann ich das Werkstück in die Drechselbank spannen. Ich habe hier jetzt allerdings einen Gefahrenpunkt. Die Reitstockspitze oder der Mitnehmer, die können durch ihre Spaltwirkung dieses Werkstück dann während des Drechselns, während dem Drechselvorgang aufspalten. Und somit können die Teile zur Gefahr werden. Ein weiterer Punkt der Papierverleimung ist der, das aufgeleimte Papier lässt sich nur sehr mühsam von der Halbsäule entfernen. Und deswegen habe ich mir eine etwas elegantere Lösung ausgedacht. Ich habe die beiden Holzkantel entsprechend länger als das zu fertigende Werkstück hergerichtet und werde jetzt nur hier an den Stirnenden mit Leim angeben und ohne Papier, ohne Zwischenlage verleimen. Dadurch erhalte ich einen so festen Halt, dass mir die Reitstockspitze und der Mitnehmer das Werkstück während des Drechselns nicht mehr aufspalten. Und somit kann ich diese Teile gefahrlos drechseln. Die Säule ist jetzt fertig gedrechselt. Jetzt kann ich die Enden abkappen und dann erhalte ich meine zwei Halbsäulen. So, ich habe jetzt die zwei Enden abgekappt. Ich lege es noch mal kurz zusammen, wie es beieinander war. So war die Säule noch komplett. Die zwei Enden, da habe ich einen Leim angegeben, deswegen halten die auch noch beieinander. Hier in der Mitte hatte ich bei den Kanteln keinen Leim angegeben und habe so zwei absolut identische Halbsäulen erhalten, die ich nun als Schranklisänen verbauen kann. Damit bedanke ich mich. Auf Wiedersehen bei Holzwerken TV.